Wunderbar. Immer mehr Unternehmen setzen auf eigene Mitarbeiter, die große Veranstaltungen moderieren. Das macht es natürlich viel spannender, als wenn einfach nur eine Rede nach der anderen gehalten wird, wenn jemand durchs Programm, durch den Tag führt. Heute hatte ich zwei junge Coaches, beide noch keine 30, Führungskräfte in einem großen Unternehmen, und sie sollen einen ganzen Tag eine große Bereichsversammlung moderieren, und ich kann nur sagen, sie werden es können. Wir hatten heute nur eine Agenda, haben daraus die Moderation selbst entwickelt. Da stand alles auf dem Programm. Vorstandsreden mussten anmoderiert werden. Eine Talkrunde ist dabei, ein großes Quiz. Aber wenn Profis über ihre Themen reden, sind sie einfach stark. Und wenn man dann vor der Kamera übt und die einzelnen Tricks so ein bisschen anwendet, ja, wie man Moderationen schreibt, wie man es spannend macht, wie man gute Stories erzählt, dann kann auch der Laie plötzlich zum Top-Moderator werden. Und ich bin so glücklich, was wir heute erreicht haben, und weiß, die beiden werden super performen. Und ich kann es nur allen sagen und Mut machen: Traut euch, macht Veranstaltungen anders, lasst sie moderieren. Das ist viel spannender für alle, die zuhören, und die, die es dann machen, die können es auch mit ein bisschen Üben, mit einem Coaching davor, geht das auf jeden Fall. Ich bin total happy. Ich weiß, sie werden eine super Veranstaltung hinlegen, und du kannst das auch.